Moin zusammen, da ist wieder. Satisfactory wollte ich gerade sagen. City Skylines 2. Nach dem aktuellen Patch mit den Franzosen. Aber wir müssen mal gerade was gucken. Da erzähle ich gleich mal was zu. Hier, guck mal. Wisst ihr Bescheid, ne? Das ist wie in so einem Horrorfilm. Ne? Wo sie alle flüchten. Weil da ist eine. Das ist auch wie im Horrorfilm. Guck mal hier. Autobahn leer, Autobahn voll. Da fällt dir nichts mehr ein. Ich muss mal hier einen Screenshot machen, warte mal. Das ist, ja, so, zack. Alle, mach mal ein Screenshot von. Alter, so. Ey, guck mal, wie sie rennen. Also, ich sag dazu nichts mehr. Und vor allen Dingen, das, wollen die eigentlich hin? Also, die wollen? Guckt euch das mal an. Was ist das denn bitte? Ich laufe mal zu. Ja, das ist der Umweltschutz, ne? Man läuft zu Fuß. Ist klar, ne? Was ist das da? Das Spiel, ne? Ja, es gab ein Patch mit den Franzosen hier, dieses World-Ding da. Komm jetzt nicht auf den Namen. Ey, das hat mich Nerven gekostet. Da sage ich jetzt auch nichts mehr zu. Und zwar als erstes mal typisch, der ist jetzt nicht ein Download-Content, wenn man so will, den man wie früher halt runterlädt, sondern der ist als Mod in dem Mod-Browser von Paradox. Natürlich war das Ding komplett überlastet und erstmal ging am ersten Tag bei mir gar nichts. So, ab dem zweiten Tag hat das Ding, dann war das Teil dann der Meinung, wenn ich nicht den Browser aufrufe, du hast keine Internetverbindung. Natürlich habe ich Internetverbindung. Ja, sagt das Spiel, du hast keine. Naja, gut. Der dritte Tag, irgendwann ging es dann und seitdem das so ist, kriege ich jedes Mal eine Warnung, wenn ich das Spiel starte, dass es einen Konflikt gibt und den möchte ich bitte beheben und dieser Konflikt ist angeblich online und dann behebe ich den und dann hält er zwar den Mund und beim nächsten Mal sagt er dann wieder, es gibt einen Konflikt. Es nervt und hat mir auch alle Mods rausgeschmissen. Ich weiß, dass ich davor 28 Mods installiert hatte, weil kurz vor dem Patch habe ich nämlich die Anzahl gesehen. Und ich kann mir aber nicht mehr erinnern, genau was das alles war. Und jetzt sind 21 aktiviert. Also ich habe die wieder mir zusammensuchen müssen. Die waren alle weg. Im Profil weg. Die waren einfach, als ob ich sie nie abonniert hätte. Ja. Und jetzt ist 21. Vielleicht fehlt irgendwo was. Weil ich sag dazu nicht, guckt euch das mal an. Wo kommen die eigentlich her? Nirgendwo. Reich. Ist in Rente. Und das Ziel ist das, und wo wohnt die? Kann ich nicht mehr sehen, oder was? Haben die jetzt, guck mal, normalerweise das ist ja, wo die herkommen. Hier ist es nur, wo sie hingehen. Die eine Gleisverbindung, zwei Fahrten zur Einstellung der Güterzug, ja. Was auch immer. Habe ich irgendwas abgerissen? Vielleicht, nee, da fährt ja ein Zug. Das Spiel, ne? Mann. Der Einzelteil hat richtig Spaß gemacht hier bei dem. Wir müssen ja trotzdem mal nachgucken. Wir haben 122.000 Einwohner. Das ist nicht gerade wenig. So, wie viel Uhr haben wir eigentlich? Morgens um 5 Uhr. Strahlender Sonnenschein. So, was haben wir denn hier? Wir müssen aber irgendwo die Franzosen hinmachen. Lass die da hinten laufen. Das interessiert mich nicht. Das weiß ich natürlich nicht, weil die Mods sind ja hier. Ich glaube, der hat den ganzen Kram, wenn ich das hier sehe, resettet. Brutheiler Segment Tool. Doch. Lane Selection. Achtspurige Straße mit Trennstreifen. Was? Ey, was verpasst? 32. Was ist das? Warte mal, welches Brutheilleiter? Ne, den will ich ja nicht. Ich will den haben. Spurverbindungswerkzeug. Lass mal gerade gucken. Ja, das alles resettet, sonst hättest du nämlich nicht das hier. Echt jetzt? Shit. Warte mal, der rum, der darüber, der so. Dann machen wir. Ach Gott, ey. Ich wollte eben sagen, Coffee ist. Nein. So bitte. Und du kommst weg. Und du noch dahin. Ach, Karl-Mai-Droppe. Ich sag's euch. So.
Ach so. Ups. Nee, der ist hier nur einspurig. Dann machen wir den so und so. Danke. Könnt ihr so fahren. Jetzt machen wir hier Geschwindigkeit 2. Jetzt sind die ganzen Dinge, also da müssen, wenn es mir auffällt, gucke ich irgendwo drauf, wo hier Katastrophenliniensteuerung wieder ist, wenn ich das hier sehe. Wobei der geht nach rechts. Was ist denn hier los? Lass mal hier reingucken. Ah, diese Fußgänger, echt, ey. Das ist eine einspurige Straße, oder? Ja, die parken da. Und der darf nur rechts rum. Wo wollen die denn eigentlich hin? Wenn ich die hier gerade ausschicke, dann kommen die da oben. Ja, das ist natürlich... Warte mal. Ach Gott, was ist denn hier los? Jetzt fahren die hier rum. Wer weiß, was diese Wand... Der Wanderzirkus da vorne, was weiß der... Ach, Mist. Die Straße ist eigentlich... Sind eigentlich die... Sind die Fußgänger, ne? Sind die Fußgänger. Weg mit euch. Geh, wo ist denn das Ding? Hier. Weg. Wir müssen zwar erstmal darüber, aber vielleicht sind dann die anderen ein bisschen schneller. So. Ne, die. So, jetzt kommt da. Ist nichts. Mach mal hier eine Ampel hin. Hatten wir hier nicht schon mal eine Ampel? Ich weiß es jetzt gar nicht. Hier ist eigentlich alles okay. Ja, wir haben eine Menge Fußgänger. Wir haben auch kein ÖPNV mehr, muss man natürlich auch sagen. Was ist denn eigentlich, wenn man ein Taxi hier friemelt? Aber egal, wir gucken mal jetzt hier, wo wir die Franzosen hinbauen. Hier haben wir ja mini-deutsches Viertel, wobei das nicht... Ist das so wirklich deutsch? Naja gut, sieht's. Also ein europäisches Ding, wer ist denn hier drin? Die Ludwigsstraße 126 klingt schon deutsch. Aber das hier ist deutsch... Sind die größer geworden? Das ist, glaube ich, hier deutsch-europäisch. Ne? Du kannst ja hier diese, hier bei den Zonen-Dings da, kannst du hier, sind die Franzosen, Paket, Frankreich. Wo setzt man denn die Franzosen hin? Eigentlich in der Nähe von irgendeinem Baguette-Laden oder so. Ah, Vorurteil, ich weiß. Ich spess hier. Das passt da nicht hin. Nehmen wir die Fabrik da hin oder machen wir den hier? Wir haben ja hier, also ich will jetzt Günst, wir machen mal Günst. Das ist, aber atme dich, ach hier. Irgendein Mod wird, also ich, wie gesagt, es fehlen Mods. Ich habe keine Ahnung, welche fehlen. Ich habe zum Glück keine Bauten da drin. Wir könnten hier aber nochmal Parkplätze hinmachen. Lass uns mal hier Parkplätze hinmachen. So, was ist das denn? Ach, ein Motorradparkplatz, winziger Parkplatz. Was ist ein winziger? Das ist wirklich winzig. Das ist der... Überdachte, wollen wir hier überdachte oder ist es nicht viel? Eigentlich den, komm. Flupp und flupp. So, haben wir noch ein paar Parkplätze. Der Kram. Parkplatzaufkleber, ich will keinen Parkplatzaufkleber. Ah, Parkgebühren, habe ich hier eigentlich Parkgebühren? Hör mal, hörst du mal auf? Das Ding da? Danke. Achso, das muss ich einstellen wahrscheinlich wegen dem Dings. Wir haben aber eigentlich alle, überall Parkplatzgebühren. Haben wir hier auch Parkplatzgebühren? Tatsache. Und die sind trotzdem voll. Aha. Ja, da können wir doch hier mal ein paar Bäumchen hinmachen, oder? So. Ja. Wir brauchen Bäumchen, habe ich gesagt. Die sind nämlich hier. Oder Sträucher. Wir könnten hier nochmal natürlich gucken. Haben eigentlich auch Französische. Es gibt keine französischen Bäume. Es gibt hier nur die... Nordamerikanische und die europäische. Machen wir jetzt den europäischen Baum hier hin. Huch, wieso hat er hier so ein Ding und er... Ja, als, ach so, ja gut, in Europa gibt es auch Palmen. Hier kommt eine Kastanie hin. Und zwar klein. Was ist denn das hier? Einrasten. An der Oberfläche eines... Nee, wie? Ja, komm. Kastanien. Na? Alter, du kriegst, hier wird es gleich jetzt... bricht die Anarchie hier aus. Ich mache jetzt hier nicht das Line-Tool, machen wir nicht. Hier kommen Kastanien hin. So. Alles voller Kastanien. Gibt es eigentlich alle Leute mit Allergie? So, muss er hier nicht so gerade sein. So. Das hat der Eggert gemacht. Der ist normalerweise ein Satisfactory, der Eggert, aber jetzt ist er hier. So, können wir da noch ein Stress hier hinmachen? So ein Fußgänger-Ding. Das ist auch hier hinten, glaube ich. Gott, wie ich das Spiel jetzt schon mal vergessen habe hier. Ja. Machen wir die Anarchie aus. Kriege ich dich hier hin, ohne dass ich hier Anarchie machen muss? Ja, kriege ich. Bitte. Huch, bist du abgestellt? Nee, ein Glück. Was ist denn jetzt das hier, bitte?
Das war doch eben nicht, oder? Wenn ich dich wegmache. Machen wir hier keinen Filter. Machen wir die Anarchie weg. Kann ich auch nicht anklicken. Was ist denn das wieder für ein Mist? Na egal, wächst der Baum da durch. So. Wo kommen denn die Franzosen hin? Das französische Viertel. Wir kriegen ein französisches Viertel. Eigentlich, boah, das sollte auch mal weg. Und da müssen wir gucken. Nee, die Franzosen kommen hier mal ins Wasser. Ach, die haben ja gar keine Ausfahrt. Uft, hier ist die Autobahn, aber keine Auf- und Einfahrt. Und hier ist Industriegebiet, also doch hier. Je. Ist auch geil, ne? Die parken hier und dann? Im Niemandsland. Das soll eigentlich hier frei bleiben. Ich überlege gerade, wo die... Warte mal, wir müssen hier unten noch. Geh weg. Wo brennt denn hier wieder was? Das? Hör mal auf da unten. So. Und so. Das passt sonst da hier nicht zusammen. Oder friemeln mal die Franzosen hier vorne irgendwo hin. Warte mal gerade hier. Mal hier gerade gucke. Kommen hier die Franzosen hin? Da ist ans Kraftwerk kommen die Franzosen. Ne? Hier hinten ist das geplant. Deswegen ist diese Straße dort. Boah, jetzt haben wir hier auch... Sollen wir vielleicht was kaufen? Sollen wir vielleicht was kaufen tun? Da ist aber eine Autobahn. Naja, dann doch hier. Was kann man denn? Wir haben auch 100. Nein, das kostet Geld, ne? Den Kram zu kaufen. Kann ich anklicken? Alter, wieso kann ich dich nicht anklicken jetzt? So, so. Naja, mach das mal so. Da ist viel. Warte mal, ist da viel von diesem Kram? Mach mal hier ein Overview, bitte. Und lass mal hier gucken, was hier so rumfliegt. Okay, das ist hier natürlich Ressource. Das passt schon. Wie sieht es eigentlich mit Lärmbelästigung aus? Naja, das kriegen wir hin. Und dann haben wir hier, das ist der Wert. Das ist die Gebäudestufe. Und der Lebensrentabilität brauchen wir nicht. Aber hier hast du doch Holz, Ölvorkommen, Erzvorkommen. Spezialindustriegebietszentralen. Spezialindustriegebietszentralen. Bist du Öl? Nee, das ist Erz, ne? Tatsache, das Öl. Guck mal. So fällt es besser auf. Wir haben die Autobahn aufs Öl gesetzt. Schlecht. Dann kommen wir hier, kommen die Franzosen da nicht hin. Wir machen hier das. Das dürfte den, like mal her. Lass uns mal hier gucken, wie das aussieht. Gib mir mal die Franzosen. So, du bist jetzt hier Reihenhäuser mittlerer Dichte, gemischte Wohngebiete, billige Mietwohnungen. Hier kommen die billigen Mietwohnungen hin. Straß. Weil das ist ja hier Industriegelumpe. So, so, so. Und dann gucken wir mal, wie kriegen wir das hier? Könnten wir, da ist ein groß wegen Verkehrsaufkommen. Das lassen wir hier mal und fahren mit dem Ding hier mal darin. Kommen wir hier rüber? Ja, da will, ich will da nicht noch eine Kreuzung machen. Das ist der Punkt. So. Machen wir hier, gehen wir mit der Straße da rum und machen hier einen Bogen rein. So. Und so, aber auch hier sage ich, da kommt keine Verbindung ran, die fahren hier rum. Und dann machen wir hier, machen wir so eine Kreuzung. So, 90 Grad bitte, 90 und hier runter. Bis da dran, da kommt der Fußgängerweg dahin. So, weg bitte. So, dann machen wir hier einen Fußgängerweg hin. So, zack. Du kommst. Ach. Hör mal auf. So. Dahin. Danke. Und du hier drüben. Komm mal da drüben durch, aber das macht nichts. Wir gehen mit dem hier runter. Danke. Und müssen hier. Wir gehen hier. Von dem. Machen wir eine Kurve. Gehen erstmal hier so ein bisschen dahin und ein bisschen da dran. So. Und dann können wir mit dem Teil noch hier kurvenmäßig da hinten hingehen. Patsch.
Da kommt dann auch eine Bushaltestelle und so ein Kram hin. Dann könnte man noch sagen, wir gehen mit dem hier rüber. So. Und kommen wir hier zwischendurch? Wir sind. Aber das konnte man doch früher. Ne, kommen wir nicht. Und wir können Haus abreißen. So. Brauchen wir hier irgendwie ein Park oder sowas? Was ist das denn überhaupt? Topfpflanzen. Kam ja ein bisschen was dazu, oder? Können wir ein Steinchen hinmachen? Lass mal gerade gucken. Achso, das ist der. Das ist irgendein Mord. Geben wir mal den hier. Tennisplatz wollen wir hier nicht. Freiluft Fitnesspark. Machen die Fitness? Skaterpark. Groß bist denn du? So groß. Dann kommst du dahin. Und ein Basketballplatz. Ein Basketball, ja. Das ist wieder für eine Sprache. Du kommst dahin. So. Und machen wir hier einen Parkplatz hin. So, pass auf. Huch, ich muss das mal hier wegmachen. Wir brauchen eine Straße. Einen Parkplatz. Und zwar ein winziger Parkplatz. So, und. Nee, das will ich da nicht da vorne. Der bleibt nur da. Dann können wir hier bescheidener Parkplatz. Ich will den da haben. Das ist doch so ein Motorrad-Ding. Ja, Motorrad. Die fahren ja Moped. So. Da kommt dann grün. Da. Und jetzt kommen die Franzose hier hin. Die Franzose mit billigen Mietwohnungen. Und die friemeln wir jetzt erstmal dahin. Haben wir hier unterschiedliche Größe von dem Kram. Hier auch. Da auch. Da, da, da nicht. Erstmal die Straße hier. So. Ne, der wohnt hier am Ende der Straße. So. Den hier auch. Huch, ich habe wieder vergessen, mein Handy auszuschalten. Mister Bescheid. Das, was hier bimmelt, das schneide ich jetzt nicht raus. ja, komm. Machen die hier auch noch. So rum, so rum. So, das sind die Franzosen hier. Den nehmen wir ab dieser Linie. So, jetzt gucken wir mal. Warte mal, haben wir, was das hier wird. So, machen wir mal hier Fast Forward. So, da ploppen sie auf, die ersten. Das sind also die billigen. Ja, sieht das da so aus? Na ja, gut. Haben die jetzt alle die gleiche Farb? Schröder. Der Schröder. Der Nobelschröder. Der Nobelschröder uns reich. Billige Mietwohnung, Durchschnittsvermögen reich. Die wissen, wie man Geld spart. So. Hier werden die Fußwege auch schon gut genutzt. Das ist sehr gut. Jetzt brauchen wir hier nochmal ein paar Bäumchen. Gott, ich bin immer hier verkehrt. So ein paar Bäumchen. Mir mache, geh weg. Nur die Europäer. Edelkastan. Apfelbaum machen wir nicht. Da gibt es wieder nur Streit. So. Das bitte. So. So. Hier so rum. Und was bist du? Du bist eine Erle. Dann machen wir hier nochmal bitte den ein Stück kleiner. Und dann kommt hier die Erle hin. Ja, die Franzosen hier. Wie lange braucht denn der Kram eigentlich hier zum Wachsen? Ja, auch wieder so ein Ding. Ja, weil es ist ja hier Alter. Ja, Alter, Setzling. Können natürlich die Ausgewachsenen machen. Das ist mir schon klar. So, jetzt kommen hier noch ein paar gepflegte. Nee, hier ist nichts gepflegt. Hier kommt ein Wildblumenbusch hin. Weil gepflegt ist hier nichts. Hier sind billige Mietwohnungen. Aber sowas von. So, so, so. Weil hier kann man eigentlich eine Lärmschutzwand hier hin. Man geht nur bei Autobahn, ne? Wir brauchen hoch. Was war denn das? Das war ein Speicherruckler, glaube ich. So, dann lass die da mal. Parkplatz haben wir hier. Kostet ja auch. Ist schon voll. Haben wir eigentlich Mopeds hier drin? Ja, da sind Mopeds. Hier sind smart. Die Familie Pfeiffer. Wieso ist denn... Ne, ich muss mir das hier mal... das ist das Ding da oben. Das Root Highlighter Settings. Root Highlighter Road. Root Highlighter Road Segment Tool. Apropos, da fällt mir doch schon wieder ein, was ich für ein, nicht für ein Mod habe. Ach so, hier, kann man einstellen. Alles klar, Transit, Person, ja. Ja, gab es wahrscheinlich ein Update. So, wer ist im Skaterway, er fährt mit dem Wohnmobil da und disappeared. Also es ist weggebeamt.
wie auch immer. So, ja, das sieht ja alles hier, das ist das französische Viertel, so. Hm, sehen die wirklich alle so gleich aus? Echt jetzt? Wie haben wir denn die Dinger hier verteilt? Mann, wieso ist denn hier? Der will nicht. Ach, gucke. Der will nicht. Wieso nicht? Ich hab dir doch gesagt, hier könnt ihr mal da... Mann, wieso ist denn das immer... Hm. Der mag nicht wirklich. Da ist noch nicht mal Baustelle. So, da kommt jetzt hier nichts hin. Das ist das französische Viertel. Was haben wir hier eigentlich? Ne, die Franzosen breiten sich hier nicht aus. Die gehen, wenn, dann gehen sie hier bis über die Grenze. An die Grenze. Nicht weiter. Verbiete ich den einfach. Wir könnten aber mal hier den so machen. Links, was? Muss man das nochmal angucken mit den Mods, weil die mussten ja alle neu installiert werden. So, warte. 180. Rum. Ja, rum. Und dann geht die Straße hier nebendran. So, weil da kommt auch nichts hin. Und jetzt kommt so ein Ding mit dem Bäumchen dahin. So. Und du auch. Geht's Haus kaputt. Aber dann. Der habe ich schon dran. Okay, hier wird umgedreht. So. Und dann kommen nämlich hier noch einmal die Franzose. Was haben wir hier eigentlich noch? Gemischtes Wohngebiet. Reihenhäuser mit mittleren Reihen. Wohnhäuser mit mittlerer Dichte. Reihenhäuser, Wohnhäuser. Mit mittlerer Dichte. Ich friemel die mal dahin. Die zwei nur. So. Haben die nur Reihenhäuser, Wohnhäuser mit mittlerer Dichte, gemischte Wohn, billige Mietwohnungen? Hier. Kommt nochmal eine billige Mietwohnung hin. Da fehlt doch aber eigentlich was, was die anderen haben, ne? Wohnungen mit geringer Dichte. Reihenhäuser mit Wohnhäuser mit mittlerer Dichte. Ach, die heißen, das eine heißt Wohnung und das heißt Wohnhäuser mit mittlerer Dichte. Aha. So, so nebendran. Bitte. So, gucken wir nochmal, wie die aussehen. Da sind sie, da poppen die ersten auf. Die sind jetzt wohl alle weiß, hä? Da ist auf jeden Fall das Große jetzt entstanden. Billige Mietwohnung. Wohnhäuser mit mittlerer Dichte. Die haben auch einen kleinen Park. Was heißt einen kleinen Park? Die haben einen Kreisel mit Blume drin. Aha. Okay, dann kriegen wir... Mhm. Ja gut, das ist so ein Ding, alles klar. Mal gucken, die haben wir jetzt... Ich habe ja deshalb die mit unterschiedlicher Größe angewählt, das ist ja Absicht, damit man das mal sieht. Ja, wie das aussieht, auch nur kürzer machen. Mal gucken, was das für... Der hat lange gebraucht. Jetzt sehen die, das ist billige Mietwohnung. Das sind die unterschiedlichen Größen, das sind die großen Brocken. Ah, ja, ich verstehe. Da muss man gucken, dass man die einzeln zieht wahrscheinlich, dass die so entstehen. Alles klar. Das sieht jetzt natürlich... Naja, da müssen wir hier so einen Weg noch da durchmachen. Gehen wir hin, wenn nicht, muss das Haus da gerissen werden. Und dann wird es halt hier so ein Park. Ja, das passt schon ein bisschen. Hier, können wir mal gucken. Die Grafik sieht mir irgendwie komisch aus. Müssen aber alle Details an. Der hat jetzt einzelne Block und dann kriegt hier, das ist Jenny from the Block. Also was wohnt da? Und dann kriegen wir das schon hin. Ja, die Franzosen sind eingezogen. Hier wird gebaut. Sag mal her, das große Ding. Das war ja der hier eben, ne? Nee, der war hier vorne. Das ist der da. Ja, die sind... Okay, die großen Dinger sehen dann alle so aus. Alles klar, da weiß man Bescheid, wie man die Dinger anordnen muss. Und kriegen wir hin. Bis zum nächsten Mal. Ne? Ciao.